The refugees' main worry is their professional and financial situation. Sorgen bereitet den Flüchtlingen vor allem ihre berufliche und finanzielle Situation. The refugees' main worry is their professional and financial situation. Sorgen bereitet den Flüchtlingen vor allem ihre berufliche und finanzielle Situation. They've almost all got good qualifications. But they're not likely to find a job in Germany at their own level because of the glut of graduates on the market. Fast alle haben zwar eine hochqualifizierte Ausbildung, doch eine angemessene Anstellung werden sie wegen der Akademikerschwemme in Deutschland kaum finden. They've almost all got good qualifications. But they're not likely to find a job in Germany at their own level because of the glut of graduates on the market. Fast alle haben zwar eine hochqualifizierte Ausbildung, doch eine angemessene Anstellung werden sie wegen der Akademikerschwemme in Deutschland kaum finden. Even the Jewish culture is foreign to most of them. Aber auch die jüdische Kultur ist den meisten von ihnen fremd. Even the Jewish culture is foreign to most of them. Aber auch die jüdische Kultur ist den meisten von ihnen fremd. Most of them are barely familiar with the customs and traditions of their religion. Because in the atheistic Soviet Union they weren't able to practice their religion. Mit den Sitten und Bräuchen ihrer Religion sind sie kaum vertraut. Denn in der atheistischen Sowjetunion haben sie ihren Glauben praktisch nicht ausüben können. Most of them are barely familiar with the customs and traditions of their religion. Because in the atheistic Soviet Union they weren't able to practice their religion. Mit den Sitten und Bräuchen ihrer Religion sind sie kaum vertraut. Denn in der atheistischen Sowjetunion haben sie ihren Glauben praktisch nicht ausüben können. So the Russian Jews have it twice as hard. They have to integrate into two cultures at the same time, the Jewish and the German. Doch die russischen Juden sind doppelt belastet, sie sind gezwungen, sich gleich in zwei Kulturen zu integrieren, in die jüdische und in die deutsche. So the Russian Jews have it twice as hard. They have to integrate into two cultures at the same time, the Jewish and the German. Doch die russischen Juden sind doppelt belastet, sie sind gezwungen, sich gleich in zwei Kulturen zu integrieren, in die jüdische und in die deutsche. Do you fancy a walk, Dad? Wie wär's mit einem Spaziergang, Papa? Do you fancy a walk, Dad? Wie wär's mit einem Spaziergang, Papa?
Good idea. Gute Idee. Good idea. Gute Idee. That's how it was once. Das war einmal. That's how it was once. Das war einmal. Penny romances for the needs of sensitive souls for some heartbreak and healing. Groschenhefte für das Bedürfnis sensibler Seelen nach Herzschmerz und Heilung. Penny romances for the needs of sensitive souls for some heartbreak and healing. Groschenhefte für das Bedürfnis sensibler Seelen nach Herzschmerz und Heilung. Soap operas are bad enough without having documentaries about them. Die Seifenopern sind ja schlimm genug. Jetzt auch noch Dokumentationen darüber. Soap operas are bad enough without having documentaries about them. Die Seifenopern sind ja schlimm genug. Jetzt auch noch Dokumentationen darüber. I'm going to go and film a proper documentary. Na, ich gehe jetzt eine richtige Dokumentation drehen. I'm going to go and film a proper documentary. Na, ich gehe jetzt eine richtige Dokumentation drehen. In that case, hope it goes well. Na, dann gutes Schaffen. In that case, hope it goes well. Na, dann gutes Schaffen. Well, Herr Antonescu. Nanu, Herr Antonescu. Well, Herr Antonescu. Nanu, Herr Antonescu. You're late to work today. Sie kommen heute aber spät zur Arbeit. You're late to work today. Sie kommen heute aber spät zur Arbeit. I've got a job interview at 10 o'clock. Um 10 Uhr habe ich ein Vorstellungsgespräch. I've got a job interview at 10 o'clock. Um 10 Uhr habe ich ein Vorstellungsgespräch.
Oh, that's why you're looking so smart. What's the interview for? Ach so. Deshalb auch so schick. Wo bewerben Sie sich? Oh, that's why you're looking so smart. What's the interview for? Ach so. Deshalb auch so schick. Wo bewerben Sie sich? It's in the graphics department. In der Grafikabteilung. It's in the graphics department. In der Grafikabteilung. I was a graphic designer in Romania. In Rumänien war ich ja Grafiker. I was a graphic designer in Romania. In Rumänien war ich ja Grafiker. Well, then, good luck. Dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Well, then, good luck. Dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. I'll keep my fingers crossed for you. Ich drücke Ihnen die Daumen. I'll keep my fingers crossed for you. Ich drücke Ihnen die Daumen. It means something like all the best. Das heißt sowas wie toi, toi, toi. It means something like all the best. Das heißt sowas wie toi, toi, toi. Okay, I understand. Verstehe. Okay, I understand. Verstehe. Thank you, Herr Schiller. Vielen Dank, Herr Schiller. Thank you, Herr Schiller. Vielen Dank, Herr Schiller. See you later. Bis später. See you later. Bis später. Great acting ability isn't expected in soap operas, and isn't possible either.
In der Tat, hohe Schauspielkunst ist bei Seifenopern nicht gefragt und auch gar nicht möglich. Great acting ability isn't expected in soap operas, and isn't possible either. In der Tat, hohe Schauspielkunst ist bei Seifenopern nicht gefragt und auch gar nicht möglich. A 25-minute episode must be in the can at the end of every day of filming. Nach jedem Drehtag muss eine Folge von 25 Minuten im Kasten sein. A 25-minute episode must be in the can at the end of every day of filming. Nach jedem Drehtag muss eine Folge von 25 Minuten im Kasten sein. The actors are mainly young and inexperienced, cheap and willing. Ready without grumbling to accept long, demanding days of filming. Die Darsteller sind meist jung und unerfahren, billig und willig. Bereit, ohne Murren lange, anstrengende Drehtage hinzunehmen. The actors are mainly young and inexperienced, cheap and willing. Ready without grumbling to accept long, demanding days of filming. Die Darsteller sind meist jung und unerfahren, billig und willig. Bereit, ohne Murren lange, anstrengende Drehtage hinzunehmen. For financial reasons, almost all the filming takes place in the studio. Gedreht wird aus Kostengründen fast ausschließlich im Studio. For financial reasons, almost all the filming takes place in the studio. Gedreht wird aus Kostengründen fast ausschließlich im Studio. The sets of the various soap operas look like giant dolls' houses and are easily interchangeable. Die Sets der verschiedenen Seifenopern sehen aus wie gigantische Puppenstuben und sind beliebig austauschbar. The sets of the various soap operas look like giant dolls' houses and are easily interchangeable. Die Sets der verschiedenen Seifenopern sehen aus wie gigantische Puppenstuben und sind beliebig austauschbar. Everything has to run like clockwork, even backstage. Auch hinter den Kulissen muss alles klappen wie am Schnürchen. Everything has to run like clockwork, even backstage. Auch hinter den Kulissen muss alles klappen wie am Schnürchen. From the basic storyline to the makeup artist right through to the person who does the ironing. Every member in the 100-strong team has a clearly defined role to play, explains the producer. Vom groben Handlungsschema über die Maskenbildnerin bis hin zur Bügelehrin. Jeder des mehr als 100 Mann starken Teams hat seine genau definierte Rolle, erklärt die Produzentin. From the basic storyline to the makeup artist right through to the person who does the ironing. Every member in the 100-strong team has a clearly defined role to play,
explains the producer. Vom groben Handlungsschema über die Maskenbildnerin bis hin zur Bügellehrerin. Jeder des mehr als 100 Mann starken Teams hat seine genau definierte Rolle, erklärt die Produzentin. Logistically, this is a highly complex operation. So absolutely everyone involved has got to work very professionally and very, very accurately. Because it really is like a clockwork mechanism, a huge set of cogs, in which each one has got to mesh with the others properly, and if a bit of sand gets into the works, you know about it. Das ist ein hochkompliziertes, logistisches Unterfangen hier, wo wirklich alle Leute in jedem Bereich sehr, sehr professionell arbeiten müssen, sehr, sehr präzise arbeiten müssen. Weil es wirklich ein Räderwerk ist, immenses Räderwerk ist. Wo jedes Rädchen ineinander greifen muss, und wenn da irgendwann ein Sandkorn im Getriebe ist, merkt man das. Logistically, this is a highly complex operation. So absolutely everyone involved has got to work very professionally and very, very accurately. Because it really is like a clockwork mechanism, a huge set of cogs, in which each one has got to mesh with the others properly, and if a bit of sand gets into the works, you know about it. Das ist ein hochkompliziertes, logistisches Unterfangen hier, wo wirklich alle Leute in jedem Bereich sehr, sehr professionell arbeiten müssen, sehr, sehr präzise arbeiten müssen. Weil es wirklich ein Räderwerk ist, immenses Räderwerk ist. Wo jedes Rädchen ineinander greifen muss, und wenn da irgendwann ein Sandkorn im Getriebe ist, merkt man das. It makes no difference if an actor is ill or if someone on the production team is ill. The episode has got to be finished by the end of the day, however it's achieved. Und wie gesagt nochmal, egal ob ein Schauspieler krank wird, ob ein Teammitglied krank ist. Am Abend eines jeden Tages muss eine Folge fertig sein, wie auch immer. It makes no difference if an actor is ill or if someone on the production team is ill. The episode has got to be finished by the end of the day, however it's achieved. Und wie gesagt nochmal, egal ob ein Schauspieler krank wird, ob ein Teammitglied krank ist. Am Abend eines jeden Tages muss eine Folge fertig sein, wie auch immer. Even directing is a convey or belt process. Auch die Regie ist Fließbandarbeit. Even directing is a convey or belt process. Auch die Regie ist Fließbandarbeit. On the soap opera Forbidden Love, for example, there are 5 directors who share the workload. Bei der Serie Verbotene Liebe etwa teilen sich 5 Regisseure die Aufgaben. On the soap opera Forbidden Love, for example, there are 5 directors who share the workload.
Bei der Serie Verbotene Liebe etwa teilen sich 5 Regisseure die Aufgaben. They change over on a weekly basis, so that they're either preparing, filming or editing the episodes they've filmed. Im Wochenrhythmus wechseln sie einander ab, bereiten entweder vor, betreuen Dreharbeiten oder bearbeiten abgedrehte Folgen. They change over on a weekly basis, so that they're either preparing, filming or editing the episodes they've filmed. Im Wochenrhythmus wechseln sie einander ab, bereiten entweder vor, betreuen Dreharbeiten oder bearbeiten abgedrehte Folgen. Here you are, Granny. Thank you. My champagne doesn't taste quite right. Hier, Oma. Danke. Aber irgendetwas stimmt hier nicht mit meinem Sekt. Here you are, Granny. Thank you. My champagne doesn't taste quite right. Hier, Oma. Danke. Aber irgendetwas stimmt hier nicht mit meinem Sekt. That's better. So ist es besser. That's better. So ist es besser. Don't be nervous. Jetzt sei nicht nervös. Don't be nervous. Jetzt sei nicht nervös. Did you remember to polish your shoes? Hast du auch die Schuhe geputzt? Did you remember to polish your shoes? Hast du auch die Schuhe geputzt? Good. Super. Good. Super. Off you go. Jetzt los mit dir. Off you go. Jetzt los mit dir. Good luck, Herr Antonescu. Viel Glück, Herr Antonescu. Good luck, Herr Antonescu. Viel Glück, Herr Antonescu.
All the best, Herr Antonescu. Toi, 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 Herr Antonescu. All the best, Herr Antonescu. Toi, 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 Herr Antonescu. Thank you. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. See you later. Dann bis später. See you later. Dann bis später. Hello, Herr Antonescu. Please take a seat. My name is Herr Kessler. I'm the head of the graphics department. I see from your CV that you were at art school in Bucharest. Guten Tag, Herr Antonescu, nehmen Sie bitte Platz. Mein Name ist Kessler, ich bin Chef der Grafikabteilung. Aus Ihren Bewerbungsunterlagen sehe ich, dass Sie in Bukarest an der Kunstakademie waren. Hello, Herr Antonescu. Please take a seat. My name is Herr Kessler. I'm the head of the graphics department. I see from your CV that you were at art school in Bucharest. Guten Tag, Herr Antonescu. Nehmen Sie bitte Platz. Mein Name ist Kessler. Ich bin Chef der Grafikabteilung. Aus Ihren Bewerbungsunterlagen sehe ich, dass Sie in Bukarest an der Kunstakademie waren. Yes, for 3 years. Ja, 3 Jahre lang. Yes, for 3 years. Ja, 3 Jahre lang. Tell us what you did there. Erzählen Sie uns, was Sie da gemacht haben. Tell us what you did there. Erzählen Sie uns, was Sie da gemacht haben. In the first year title graphics, then 2 years of animation for television. For example for the news, music videos, commercials, and so on. Also im ersten Jahr Titelgrafiken und dann habe ich 2 Jahre lang Grafikanimationen fürs Fernsehen gemacht. Zum Beispiel für Nachrichtensendungen, Musikclips, Werbespots und so weiter. In the first year title graphics, then 2 years of animation for television. For example for the news, music videos, commercials, and so on. Also im ersten Jahr Titelgrafiken und dann habe ich 2 Jahre lang Grafikanimationen fürs Fernsehen gemacht.
zum Beispiel für Nachrichtensendungen, Musikclips, Werbespots und so weiter. So you worked as a graphic designer in television for 2 years. Dann haben Sie also 2 Jahre als Fernsehgrafiker gearbeitet. So you worked as a graphic designer in television for 2 years. Dann haben Sie also 2 Jahre als Fernsehgrafiker gearbeitet. When did you come to Germany? Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? When did you come to Germany? Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Six months ago. Vor 6 Monaten. Six months ago. Vor 6 Monaten. And how do you find Cologne? Wie kommen Sie zurecht hier in Köln? And how do you find Cologne? Wie kommen Sie zurecht hier in Köln? I like Cologne. Köln gefällt mir gut. I like Cologne. Köln gefällt mir gut. The people are very nice. Die Leute sind sehr nett. The people are very nice. Die Leute sind sehr nett. And now that my German's better, I'm able to do quite a lot. Und jetzt, wo mein Deutsch besser ist, kann ich viel machen. And now that my German's better, I'm able to do quite a lot. Und jetzt, wo mein Deutsch besser ist, kann ich viel machen. Yes. I must congratulate you on your German. Tja, zu Ihrem Deutsch kann ich Ihnen nur gratulieren. Yes. I must congratulate you on your German. Tja, zu Ihrem Deutsch kann ich Ihnen nur gratulieren. Thank you. Danke. Thank you. Danke. Inge Meyer, your boss,
told me you've done some video graphics for her? Ingemeyer, Ihre Chefin, sagte mir, Sie haben schon Videografiken für sie gemacht. Ingemeyer, your boss, told me you've done some video graphics for her? Ingemeyer, Ihre Chefin, sagte mir, Sie haben schon Videografiken für sie gemacht. Yes. I worked on two small things with Elk Schneider, the editor. Ja, ich habe mit der Kupferterin Elke Schneider zwei kleine Sachen gemacht. Yes. I worked on two small things with Elk Schneider, the editor. Ja, ich habe mit der Kupferterin Elke Schneider zwei kleine Sachen gemacht. What's taking so long? Was dauert denn so lange? What's taking so long? Was dauert denn so lange? Interesting, Herr Antonescu. Ja, interessant, Herr Antonescu. Interesting, Herr Antonescu. Ja, interessant, Herr Antonescu. Take a seat outside, please. Nehmen Sie bitte draußen Platz. Take a seat outside, please. Nehmen Sie bitte draußen Platz. We'll call you in again shortly. Wir rufen Sie gleich wieder. We'll call you in again shortly. Wir rufen Sie gleich wieder. Frau Eschweiler, will you come in again, please? Frau Eschweiler, kommen Sie bitte nochmal herein. Frau Eschweiler, will you come in again, please? Frau Eschweiler, kommen Sie bitte nochmal herein. Hello. Hallo. Hello. Hallo. When's it all starting? Na, wann geht's los? When's it all starting? Na, wann geht's los?
What? Was denn, bitte? What? Was denn, bitte? It's starting now. Jetzt geht's los. It's starting now. Jetzt geht's los. Well, Frau Weiss. Tja dann, Frau Weiss. Well, Frau Weiss. Tja dann, Frau Weiss. All the best for the future. Alles Gute für die Zukunft. All the best for the future. Alles Gute für die Zukunft. Can we help you? Können wir Ihnen helfen? Can we help you? Können wir Ihnen helfen? I'm Sarah Mand. Ich bin Sarah Mende. I'm Sarah Mand. Ich bin Sarah Mende. I'm supposed to start here on Monday as a director. Ich soll am Montag als Regisseurin hier anfangen. I'm supposed to start here on Monday as a director. Ich soll am Montag als Regisseurin hier anfangen. That was quick. Das ging ja schnell. That was quick. Das ging ja schnell. Well, come in. Kommen Sie herein. Well, come in. Kommen Sie herein. We're just celebrating. Wir feiern gerade. We're just celebrating. Wir feiern gerade. I'm Anna Daniels, the production secretary. Ich bin Anna Daniels, die Produktionssekretärin.
I'm Anna Daniels, the production secretary. Ich bin Anna Daniels, die Produktionssekretärin. And I'm Nico Antonescu. Und ich bin Nico Antonescu. And I'm Nico Antonescu. Und ich bin Nico Antonescu. From the 1st of September, I'll be the new assistant graphic designer. Ab 1. September bin ich der neue Grafikassistent. From the 1st of September, I'll be the new assistant graphic designer. Ab 1. September bin ich der neue Grafikassistent. Pleased to meet you. Freut mich. Pleased to meet you. Freut mich. Would you like something to drink? Möchten Sie etwas trinken? Would you like something to drink? Möchten Sie etwas trinken? Yes, please. Gerne. Yes, please. Gerne. Orange juice, please. Einen Orangensaft. Orange juice, please. Einen Orangensaft. Are you new at Deutschland Plus? Sind Sie neu bei Deutschland Plus? Are you new at Deutschland Plus? Sind Sie neu bei Deutschland Plus? Yes. Ja. Yes. Ja. I'll introduce you to the others. Ich stelle Ihnen die anderen Kollegen vor. I'll introduce you to the others. Ich stelle Ihnen die anderen Kollegen vor. And then I'll show you round. Und dann zeige ich Ihnen alles.
And then I'll show you round. Und dann zeige ich Ihnen alles. That would be very nice. Das wäre sehr nett. That would be very nice. Das wäre sehr nett. Thank you, Herr Antonescu. Danke, Herr Antonescu. Thank you, Herr Antonescu. Danke, Herr Antonescu. Right then. May I introduce you? This is Sarah Mendt. She is the new director. Ollie Michel. Production manager. Elk Schneider, editor. Dieter Hage, sound record EIST. Also, darf ich vorstellen, das ist Sarah Mende, sie ist die neue Regisseurin. Ollie Michel. Aufnahmeleiter. Elke Schneider, Kupferterin. Dieter Hager, Tonassistent. Right then. May I introduce you? This is Sarah Mendt. She is the new director. Ollie Michel. Production manager. Elk Schneider, editor. Dieter Hage, sound record EIST. Also, darf ich vorstellen, das ist Sarah Mende, sie ist die neue Regisseurin. Ollie Michel. Aufnahmeleiter. Elke Schneider, Kupferterin. Dieter Hager, Tonassistent. Good evening. Guten Abend. Good evening. Guten Abend. Don't we know each other? Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Don't we know each other? Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Not as far as I know. Nicht, dass ich wüsste. Not as far as I know. Nicht, dass ich wüsste. I see. But didn't you recently make that very interesting program? Ach so, ich meine, haben Sie nicht letztens diese interessante Sache gemacht? I see. But didn't you recently make that very interesting program? Ach so, ich meine,
haben Sie nicht letztens diese interessante Sache gemacht? Hello, Nico. Hallo, Nico. Hello, Nico. Hallo, Nico. How did the interview go? Na, wie war das Vorstellungsgespräch? How did the interview go? Na, wie war das Vorstellungsgespräch? I've got a new job from the 1st of September. Ich habe ab 1. September eine neue Stelle. I've got a new job from the 1st of September. Ich habe ab 1. September eine neue Stelle. What? Was? What? Was? They gave you the job on the spot. Du hast den Job auf der Stelle bekommen. They gave you the job on the spot. Du hast den Job auf der Stelle bekommen. Yes. Ja. Yes. Ja. That's brilliant. Das ist ja toll. That's brilliant. Das ist ja toll. Congratulations. Gratuliere. Congratulations. Gratuliere. We'll have to celebrate that. Das müssen wir feiern. We'll have to celebrate that. Das müssen wir feiern. I'm inviting everyone on Sunday at 12. Am Sonntag um 12 Uhr lade ich euch alle ein. I'm inviting everyone on Sunday at 12. Am Sonntag um 12 Uhr lade ich euch alle ein. For a drink before lunch? Zum Frühshoppen?
For a drink before lunch? Zum Frühshoppen. For a beer on Sunday morning. Ja, auf ein Bier am Sonntagmorgen. For a beer on Sunday morning. Ja, auf ein Bier am Sonntagmorgen. Yes, for a drink before lunch, that's right. Ja, genau zum Frühshoppen. Yes, for a drink before lunch, that's right. Ja, genau zum Frühshoppen. Two Kölsch beers. Zwei Kölsch. Two Kölsch beers. Zwei Kölsch. Thanks. Danke. Thanks. Danke. Ah, here come the first arrivals. Ach, da kommen schon die ersten. Ah, here come the first arrivals. Ach, da kommen schon die ersten. Bring another two beers, please. Bitte bringen Sie noch zwei Kölsch. Bring another two beers, please. Bitte bringen Sie noch zwei Kölsch. Best wishes for your birthday, Herr Antonescu. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Antonescu. Best wishes for your birthday, Herr Antonescu. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Antonescu. Many thanks, Frau Weiss. Vielen Dank, Frau Weiss. Many thanks, Frau Weiss. Vielen Dank, Frau Weiss. Please, have a seat. Bitte, setzen Sie sich. Please, have a seat. Bitte, setzen Sie sich. I've ordered two beers. Ich habe schon zwei Kölsch bestellt.
I've ordered two beers. Ich habe schon zwei Kölsch bestellt. That's good. Das ist gut. That's good. Das ist gut. Nico, congratulations. Nico, ich gratuliere. Nico, congratulations. Nico, ich gratuliere. Look. Uli, with company. Ach, schau mal da, Uli in Begleitung. Look. Uli, with company. Ach, schau mal da, Uli in Begleitung. Many happy returns, Nico. Herzlichen Glückwunsch, Nico. Many happy returns, Nico. Herzlichen Glückwunsch, Nico. Thanks a lot, Uli. Vielen Dank, Uli. Thanks a lot, Uli. Vielen Dank, Uli. You know Sarah already, don't you? Sarah kennt ihr ja noch, oder? You know Sarah already, don't you? Sarah kennt ihr ja noch, oder? She's new in Cologne, so I thought. Sie ist ja neu in Köln und ich habe mir gedacht. She's new in Cologne, so I thought. Sie ist ja neu in Köln und ich habe mir gedacht. Yes, yes. Come here, Sarah, sit next to me, and tell me where you're from. Ja, ja. Komm mal her, Sarah. Setz dich zu mir und erzähle mir, wo du herkommst. Yes, yes. Come here, Sarah, sit next to me, and tell me where you're from. Ja, ja. Komm mal her, Sarah. Setz dich zu mir und erzähle mir, wo du herkommst. Thanks.
Danke. Thanks. Danke. Ollie, come and sit next to me. Uli, komm, setz dich neben mich. Uli, come and sit next to me. Uli, komm, setz dich neben mich. Two beers. Zwei Kölsch. Two beers. Zwei Kölsch. And two more, please. Und noch zwei, bitte. And two more, please. Und noch zwei, bitte. Gosh, that's a nice tie. Hey, ist das ein schöner Schlips? Gosh, that's a nice tie. Hey, ist das ein schöner Schlips? Many thanks. Herzlichen Dank. Many thanks. Herzlichen Dank. Cheers, Herr Antonescu. Zum Wohl, Herr Antonescu. Cheers, Herr Antonescu. Zum Wohl, Herr Antonescu. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Zum Wohl.